Meine Güte. Okay, jetzt geht's nur nach oben. Und da stehen anscheinend wieder mehrere Pakete für uns bereit. Oh, eine Pizza ist nicht schlecht. Haben wir jetzt überhaupt nur noch Platz, ey? Das ist doch wohl voll, voll. Ja, dann werden wir uns da mal ranmachen, wieder was wegzuwerfen. Diese Kaffeedinger auch, das ist auch, glaube ich, einfach nur... Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich werfe auch die Schlange weg, weil... Keine Ahnung, ich... Bei der Suppe weiß ich es nicht genau, deswegen lasse ich die lieber, vielleicht ist die gut. Ja, da hast du recht. Ja, ich finde es nicht so spaßig, aber naja, es... Sudden Guts Pill. Okay. Das ist was, da geht unser... Unser Wille bei hoch, quasi. So viel habe ich mir behalten, deswegen werden wir die jetzt gleich erstmal wieder benutzen. Und ich gebe sie... Oh, okay, dann habe ich mich geirrt. Ich dachte, das wäre sowas, was man... Ja, dann werfe ich sie weg. Also ich dachte, das wäre was, was man... um den Status zu erhöhen, generell einnehmen könnte, aber da habe ich mich wohl dann, war das wohl irgendein anderes Item. Das ist der dritte Flur meines Körpers, ja. Das freut mich, da unten sind irgendwelche komischen Medak. Verrückt Ende. Sie können nett sein, wenn sie von dir wegbleiben. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir sie nicht treffen, denn die werden dann wahrscheinlich nicht so sein wie die Pakete. Da unten sind auch irgendwelche komischen Gnus. Gruff Goat. Ja, das ist auch toll. Die sind also auch nicht so nett. Da unten haben wir irgendeinen komischen Schleim. Okay. Er sagt jetzt wahrscheinlich, zeigt mir jetzt wahrscheinlich nur Gegner, die wir irgendwann mal treffen werden, nehme ich mal so an. Die nicht so gemütlich sind. Ja, Wet Towel müsste ich auch gleich erstmal wieder gucken. Also man kann sich hier überall ausruhen, okay. Jetzt werde ich mal kurz gucken, was das eben gerade war. Ah, okay, ja, okay, wenn du einen Sonnenstich kriegst, dann ist das toll. Ich behalte es erstmal, aber vielleicht werde ich es dann gleich wieder droppen. Okay. Wir haben es geschafft, sagt uns das Schild. Das Gesicht ist meins. Fühle ich frei damit zu reden und zu sprechen. Willkommen! Lange nicht gesehen, Mr. Jeff. Wir haben uns in Winters vor einer langen Zeit getroffen. Ich bin Brick Road. Dr. Andernotz hat mich letztendlich zum Dungeon Man gemacht. Wenn du willst, dann komme ich mit dir und diesen Jungs für eine Weile. Das Wiederkehrloch ist dort drüben. Spring in das Loch und dann geh heraus. Ja, okay. Das hätte ich mir jetzt eigentlich schon fast denken können. Vor dem anderen steht ein Schild, also nehme ich mal an, das braucht man nicht. Nehmen wir nochmal ein Present. Au!
Ja, die nimmt Paula, aber das muss jetzt aber definitiv das sein, wofür ich es halte. Und die kriegt natürlich Jeff. Denn der braucht ja immer mehr IQ. So. Jetzt sind wir wieder hier. Oh! Ey, cool. Und jetzt läuft dieser komische Tempel hinter uns her. Oh, mein Gott. Habe ich das vermisst. Nein, ehrlich. Ich hau dir deine beschissenen Pissgurken bald in die Fresse. Jetzt stellt sich nur die Frage, was wir überhaupt machen können. Da ist ein Typ im Kamel. Alter Schwede, hier sind erstmal ordentlich viele Oh! Und da haben wir schon den ersten Sonnenstich. Dankeschön. Natürlich, wahrscheinlich hat natürlich Dings die. Alter Scheiße. Na drei. Sci-Fire, okay. Oh, alter Schwede, der Klotzer, der hilft, der tritt auch mit zu. Danach werden wir immer das lustige Handtuch geben. Und wir kriegen auch gleich eine prompte Aufstufung für den Jeff. Ja, er hat es gut. Gut, den müssen wir jetzt so niederstrecken. Alter, der ist ja richtig... Alter Schwede, 411. Alter, ein Gegner ohne Ende, muss man ja mal sagen, ne? Werde ich mich hier wahrscheinlich gleich aus dem Gebiet auch erstmal verpissen. So, da hatten wir gesagt Feuer. Na gut, schade. So schnell ist es wieder dahin. Ähm.
Kräften. Bevor wir erwischt werden, gehe ich dann doch lieber drauf. Ne, warte mal, da muss ich direkt... Wir haben ja den guten... den guten Dings gar nicht mehr. Den guten... Puh-Bär da, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Chuck. Der auch heilen kann. Ich bin mir sicher, jetzt ist die Zeit eigentlich schon dicke rum, aber gut, okay. Da haben wir noch ein Level. Ist jetzt nur, wo wir hin müssen. Ich habe keinen Plan. Oh weh, ey. Ja gut, das können sie ruhig machen. Das macht ihm nämlich sehr viel aus. So, der müsste jetzt aber auch mal hinüber. Jawohl. So, wie viele verfickte Gegner. Ja. Ja, oh nein, ich bin zwischen den Bäumen gefangen, zwischen den Palmen gefangen. Ich kann mich nicht bewegen. Hm. Naja, wenn ich mich nicht bewegen kann, ist das in Ordnung. Flex, es macht mich traurig. Aber ich muss an dieser Stelle Ciao sagen. An meinem endgültigen Ruheort. Ein gruseliger Ort, der sich tiefe Dunkelheit nennt, ist auf der anderen Seite des Flusses. Die Monster sind wirklich stark dort und du kannst deine Lebensbla verlieren, indem du durch den Schlamm wanderst, durch den Morast wanderst. Wenn du den Fluss überqueren willst, dann brauchst du... Nee, auch wenn du den Fluss überqueren willst, das ist eine sehr dumme Idee. Der Sumpf ist bodenlos. Wenn du darin schwimmst, wirst du untergesogen. Das ist eine andere Geschichte. Wenn du den... Wenn du dir das U-Boot holst. Okay. So, jetzt stellt sich nur die Frage. Oh, scheiße. Ich will das nicht. Kannst du mir nicht wieder helfen? Oh! Ein U-Boot. Ich glaube, dass ich ein altes Vehikel in mir drin habe. Okay, Gott sei Dank, ey. Okay, wir sind aber auch noch alle heile. Das ist schon mal gut. Gut, dann werde ich jetzt mal das Video ausmachen und speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.